letzten Videoschlacht um Mittelerde habe ich mal wieder Horde mit Gondor gespielt in Edorassen erfolgreich verteidigt, auch wenn ich angeblich überhaupt keine Heldenfähigkeiten benutzt habe. Und er hat ganz viele Kommentare geschrieben, wo er sagt, dass es super ist, dass ich wieder Schlacht um Mittelerde spiele und dass, wenn ich Lust habe, einfach mal eine andere Map auch spielen könnte. Und das mache ich heute mit Imladris auf Helmsklamm und los geht's. Viel Spaß. So, okay, dann gucken wir mal. Wir brauchen hier auf jeden Fall... Ja, das war das mit den flackernden Blitzen immer hier. Wir nehmen auf jeden Fall eine Kaserne. Und schicken die Kollegen hier schon mal los. Wir haben, glaube ich, nur einen Trupp hier. Genau. So, wir brauchen auf jeden Fall Helden. Wir brauchen... Ne, Gildor bringt erstmal nichts. Wir nehmen den Bruno natürlich. Die Arwen. Wir haben jetzt natürlich keine... Fernkampfhelden. Genau, wir bauen hier erstmal ein paar Schmieden. Dann brauchen wir die Bibliothek. Ein wichtiges Gebäude. Dies ist diese hier. Stallung will ich nicht. Belagerungswerke will ich nicht. Bruno kann hier auch mal losgehen. 6 Minuten haben wir. Okay. Schreibwerkstatt. Nee, das will ich irgendwie alles nicht haben. Nee, wir machen weiter hier die... So, hier können wir einen Durchgang machen. Den machen wir mal. Hier können wir... Farmbruchtal, ja. Die werden wir eh wieder abreißen. Wie immer. So, okay. Perfekt, hier haben wir eine Kaserne. Wir machen hier auch noch ein Ressourcengebäude, damit wir das für später noch parat haben. Ja genau, Schmiede erregen uns. So, hier müssen wir jetzt in die Kollegen hier. Genau. Sehr gut. Brauchen wir erstmal nicht. Nee. Aber Elrond können wir hier holen, den brauchen wir natürlich auf jeden Fall. So, hier unten, da würde ich gerne ein Pavillon der Ruhe errichten und noch eine weitere Schmiede. So, die Kollegen hier drüben sind angekommen. Solange hier noch über 1 Minute Zeit ist, während das Gebäude, also ab dem Moment, wo das Gebäude fertig ist, lohnt sich das auf jeden Fall, weil das holt seine Baukosten quasi innerhalb von 1 Minute wieder raus. Deswegen können wir das getrost noch bauen. So, hier brauchen wir natürlich jetzt diesen Erestor, Entschuldigung. Genau, so, zack, hier bauen wir das nächste. Gehen wir hier rüber. So, um die bauen zu können, brauchen wir Kaserne Stufe 2. Das sollte aber eigentlich mit der Erforschung hier durchgehen. So, hier bauen wir einen Vorposten, du Dunedain aus. Ne, ich gehe nur auf die normalen Einheiten. Also, im Ladras habe ich sehr lange nicht mehr gespielt. Beim letzten Mal habe ich ja in Edoras mit Gondor gespielt. Ach, guck mal, hier haben wir auch nochmal eine Festung quasi. Okay, so, die können das noch bauen. Dann können die ja nicht zurückkommen. So, wir haben hier oben übrigens kein Tor drin. Das heißt, wenn die reinkommen, können die auch hier über die Treppen hochkommen. Das heißt, wir haben eigentlich 2 Bereiche, die wir verteidigen müssen. Nämlich diesen Aufgang hier und diese Rampe hier. Aber das wird so übel sein. Ich werde so übel hart kassieren. Genau. Okay, gut. So, hier ist das immer noch nicht erforscht. Das kann doch gar nicht sein. Ja, das ist ja auch schön. Habe ich hier was durcheinander gebracht? Das sind nur die wir schon erforscht haben. Schreibstuben steigen auf. Das ist das Militärgebäude steigen auf. Aber die andere Forschung war auch in Ordnung. Die war auch schon nicht unwichtig. So, wir können hier auf jeden Fall schon mal ein paar Truppen auf jeden Fall rekrutieren. So, der Kollege... Ja, er ist das Beaufsichtigung. Das kriegen wir hier rüber. So, dann tun wir den da mal rein. Und dann können wir nämlich hier schon mal unsere Upgrades erforschen. Oh Gott, 2 Minuten, da scheint mir so wenig nur noch Zeit übrig zu bleiben. Ach, guck mal, das war ganzer Vorposten hier.
Okay, gut, wir haben noch 2 Minuten übrig. Das heißt, die würden sich noch rentieren. Bevor wir sie dann wieder abreißen. So, hier nehmen wir das auch mal mit. Machen wir nochmal eine Kaserne, damit wir gleich schneller Truppen rausdrücken können, vielleicht. So. Perfekt, hier brauchen wir jetzt ganz viele Bogenschützen. Warum auch immer jetzt schon hier... Achso, genau, das... Ach ja, genau, richtig. Wir kriegen hier ja Verstärkung. Ja, sehr gut. Das hier pumpt unsere CP eigentlich ein bisschen hoch, ne? Wenn die jetzt gleich... Also die gehören noch nicht uns, aber gleich, wenn sie uns gehören, müsste das eigentlich unsere CP über 700 bringen. Alter, 700 ist auch so total wenig. Das kommt mir so wenig vor. 700 CP. Man müsste es, glaube ich, eigentlich andersrum machen. Erst so viele Truppen wie möglich rausbomben. Was sind das hier eigentlich für Truppen? Das sind Zwergen-Axtwerfer, oder was? Axtsteuerer, das Erebor. Okay. So, geschmiedete Klingen sind fertig. Die können wir schon mal direkt hier für unsere ganzen Truppen erforschen. Also hier drüben mache ich mir nicht viele Hoffnungen. Also den Bereich zu halten ist eigentlich surreal. Was fängt an? Jetzt kommen die gleich hier. Die müssen sich eigentlich uns gehören hier. So. Ja, hier haben wir die ersten eigenen Bogenschützen. Die gehen natürlich schon mal direkt in Offensiv. Das brauchen wir nicht. Das kommt. Noch gehören sie nicht uns. Ja, jetzt gehören sie uns. Jetzt haben wir hier 910. Interessant. Ich glaube, das ist abhängig davon, welches Volk man spielt. Wenn man, glaube ich, Menschen spielt, bekommen da Elben. Ich glaube, das sind nicht immer Zwergen-Axtwerfer. Okay. Das hier, ja, das dauert halt nur ewig, bis das durchgetaggt ist. Genau. Also es scheitert tatsächlich nicht an den Rohstoffen. So, was haben wir hier? Da kommen die jetzt alle. Wir müssen hier mal schnell unsere Dinger abreißen. Den können wir tatsächlich nicht abreißen, aber die können wir abreißen, um wieder Ressourcen zurückzubekommen. Genau. So, sehr viele Urukai sind das. Hab ich hier was vergessen? Ah ja, gut, das Ding konnte ich nicht abreißen. Ja, okay, gut. Das Tor könnten wir mal schließen. Okay, die Frage ist nur, halten wir das hier unten? Ich glaube ja. Ich glaube, wir halten das erstmal hier unten und ziehen uns dann gegebenenfalls zurück. Okay. Werden erstmal nicht mehr Truppen kommen. Ich habe auch alles erforscht, was ich erforschen konnte. Was wir jetzt noch machen könnten, ist hier das noch zu holen. Dann können wir noch die Goldspitzenpfeile erforschen. Also hier links der Wall, der ist einfach verloren. Also wenn die Leitern kommen, dann werden die einfach da hochkommen. Nee, ich gehe direkt hier oben auf die Barrikaden. Und versuche hier unten mit den Nahkämpfern. Ich habe tatsächlich nur einen Trupp von denen. Ich versuche dann hier oben runter zu schießen und versuche mit denen hier unten einfach nur aufzuhalten. Das sind einfach nur 3 Bataillone. Gegen so viele. Das ist erstmal nicht so wichtig. Dass es die forschen, wäre gut, wenn die noch durchgeht. Das wäre stark. Das wäre stark und schön, wenn das durchgeht. Okay. So, das ist zu. Ja. Wir müssen handeln. Den, ich glaube, den lasse ich lieber hier oben. Der kann schön über Verstärkung runter spammen. Solange die hier nicht durchkommen, müssen wir hier eigentlich nur verhindern, dass sie hier hinten hochgehen oder hier. Guck mal da, das geht schon gut ab. Ja. Die haben sogar noch einen Sperrwall. Na gut, den brauchen wir erstmal noch nicht. So, Elrond geht jetzt hier komplett aggressive rein.
So, die hier oben können jetzt nochmal ein zusätzliches... Nee, warte mal, der muss hier stehen bleiben. So, Bruno, stand still. Okay, gut. Und wieder zurück hier hin. Heron hat da gar keine Probleme gegen die UK, aber das sind auch noch nicht die Upgraded, die kommen erst hier hinten. Wir haben auch Fähigkeiten, wir haben zum Beispiel eine Heilung und wir haben auch den Windhauch. Mann, was? Finde ich auch nicht schlecht. Also damit stunt man die halt, feindliche Einheiten halt nur für einen Moment. Ich will mal wissen, kann ich mir hier mehr CP kaufen? Das würde ich jetzt noch gerne wissen. Ah, okay, sie greifen hier unten jetzt auch an. Mit einem Haufen Ballisten. Bin ich gespannt. Wenn ich jetzt mehr CP kaufen kann, dann wäre das auf jeden Fall was für fürs nächste Mal. Ja, die kommen jetzt hier schon durch. Das ist schon richtig. Vielleicht hätte ich das toll, aber wie hätte ich das toll verteidigen sollen? Was soll ich gegen diese ganzen... Was hätte ich gegen diese ganzen Ballisten hier machen sollen? Ich glaube, es ist schon die richtige Wahl, die hier oben... lassen. Bin mal gespannt, ob es die CP gleich noch erhöht, weil auf Edoras kann es ja nicht mehr... Oh, das ist nicht gut hier. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen hier hin, wir müssen hier hin. Ja, los, los. Oh Gott, oh Gott. Wir kriegen wirklich mehr CP. Okay, das hatte ich nicht gewusst. Ich dachte, die CP sind gecapped, ja, auch wie in Edoras halt. Da bringt einem die Forschung halt nichts. Also man kann die Forschung machen dort, aber sie bringt halt nichts. Okay, pass auf, wir brauchen hier Hilfe. Und dann stellen wir hier noch ein ruhmreiches Banner auf. Wir sind überraschend wenig. Okay. Boah, sind das viele, Alter. Das ist ja komplett übertrieben. Wir haben hier unten schon fast keine Leute mehr. Wie soll man das denn schaffen? Ich erinnere mich jetzt vage daran, schon mal Helm's Klamm gespielt zu haben. Und von diesen Massen absolut überfordert gewesen zu sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was man da machen kann, um gegen diese gottlosen Massen überhaupt bestehen zu können. Was für einen Trick gibt's hier? Also, weil das erscheint mir jetzt so unrealistisch, das irgendwie zu schaffen. Guck mal hier, der hat gar keine Chance, der wird einfach überrannt. Also klar, ich hätte mehr CP machen können, um mehr Truppen zu haben, das ist klar. Aber selbst mit mehr Truppen hätte mir das... Also erscheint mir das, guckt euch das mal an. Erscheint mir das absolut unrealistisch. Also wenn ihr da einen Tipp habt, gerne in die Kommentare schreiben. Vor allen Dingen halt auch mit welchem Volk und mit welcher Strategie man hier rangehen muss, um das zu schaffen. Weil das ist ja unmöglich. Ja, gut, also ich sag mal so, dass der Drops ist gelutscht hier. Gott, die haben jetzt hier unten auch schon alles weggeräumt. Ja, also ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wie man da rangeht. Wenn ihr das schon selber gespielt habt und geschafft habt, dann lasst mich mal gerne wissen, wie. Ansonsten würde nochmal eine Herausforderung sein, beziehungsweise nicht eine Herausforderung, aber ein Anliegen sein von mir, vielleicht nochmal Horde in Edoras mit Nebelberge zu spielen. Weil mir das doch ein bisschen schwieriger vorkam als mit Gondor. Aber das hier ist ja absolut crazy. Also Leute, vielen Dank für eure Infos in den Kommentaren. Danke an alle Kanalmitglieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut raus, euer Fister.